Vielleicht, das weiß ich nicht so genau, müsste ich mich als erstes bei Ihnen entschuldigen. Denn ich habe mit Ihnen allen etwas gemacht, wovon Sie gar nichts wissen. Aber genau genommen gar nicht mit Ihnen als physischem Publikum, sondern mit Ihnen aus meinem Kopf. Als ich da vorhin gestanden habe, habe ich gedacht, ich könnte vielleicht Herzklopfen bekommen, wenn ich hier vorne stehe. Und da habe ich, vielleicht können Sie es sehen, wenn Sie gucken, vorne rechts vor jedem von Ihren Stühlen einen mentalen Papierkorb gestellt, in den Sie Ihre Kritik deponieren können, wenn Sie welche haben. Anschließend habe ich gedacht, es wäre noch ganz schön, hier einen kleinen zu haben, für den Fall, dass man so Selbstkritik hätte. Man kann sie ja später auch noch mal anschauen. Was wäre denn, wenn unser ganzes Leben eine Geschichte wäre, die wir uns selber erzählen? Eine Geschichte über unsere Erinnerungen, über unsere Erwartungen, über die Person, die wir sind und über die anderen um uns her. Was wäre, wenn das ganze Leben eine Geschichte wäre, die wir uns selbst und einander erzählen und die andere uns erzählt haben, die wir geglaubt oder verworfen oder verändert haben? Darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen nicht nachdenken, oder fast nicht, sondern viel lieber darüber, warum Zeit im Leben eigentlich gar keine so große Rolle spielt und warum es nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit. Die Sache mit der Zeit. Naja, unser Zeiterleben besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder eigentlich richtiger, aus Erinnerung, Wahrnehmung und Erwartung. Denn was wir von der Zeit haben, ist ja eigentlich Erinnerung, Wahrnehmung und Erwartung. Biologisch betrachtet ist das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und alle drei finden in unserem Gehirn im Jetzt statt. Erinnerung erleben wir jetzt. Unsere Wahrnehmung und ihre Deutung passiert jetzt im Gehirn und unsere Erwartung jetzt. Und wenn das Gehirn ein Netzwerk ist, wo alles sich gegenseitig beeinflussen kann, dann kann doch auch unsere spätere Erinnerung, die im Jetzt stattfindet, unsere frühere Erinnerung beeinflussen, kreativ bereichern und auch heilen. Und auch unsere aktuelle Wahrnehmung und ihre Deutung könnte doch unsere früheren Erinnerungen, die genauso wie das Aktuelle in uns im Jetzt stattfindet, beeinflussen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe oft in meinem Leben und auch noch viel zu oft heute mich selbst so erlebt, als ob ich das Leben erleide, statt gestalte. Und ich habe als Therapeut und Klinikseelsorger sehr viele Menschen um mich, von denen ich den Eindruck habe, dass sie das Leben mehr erleiden als gestalten. Dabei, wer erleidet oder gestaltet es denn, das ist ja gewissermaßen unser Ich oder unser Gehirn. Und wir könnten ja mal unser Gehirn fragen, ob es uns da konstruktiv etwas umgestalten könnte. Also normalerweise ist das ja so, dass wir Erwartungen, also unsere Hoffnungen und Befürchtungen, aus unseren Erinnerungen machen. Woher sonst? Und dass aus unseren Erwartungen zu einem erstaunlich hohen Anteil unsere Erlebnisse werden. Wenn wir uns daran erinnern, wie wir mal auf Glatteis hingefallen sind und deswegen auf dem Glatteis jetzt befürchten, wieder hinzufallen, dann werden sich unsere Muskeln anspannen
und das Risiko, wieder hinzufallen, steigt. Und wenn wir uns erinnern, dass ein Arzt uns immer wieder geholfen hat und jetzt hat er uns ein Medikament verschrieben und uns gesagt, das wird sehr gut helfen, dann wird das wahrscheinlich auch sehr gut helfen, selbst wenn es ein Placebo ist. Wenn wir erwarten, dass uns Menschen freundlich begegnen, dann werden wir ihnen unwillkürlich freundlich begegnen und, oh Wunder, tatsächlich, sie begegnen uns freundlich. Und das Umgekehrte gilt sicher auch. Zu einem viel höheren Grad, als wir das denken, erzeugen unsere Erwartungen unsere Erlebnisse. Nun ist das bei angenehmen Erinnerungen, aus denen angenehme Erwartungen werden, aus denen angenehme Erlebnisse werden, aus denen angenehme Erinnerungen werden, aus denen angenehme Erwartungen werden, aus denen angenehme Erlebnisse werden, aus denen angenehme Erinnerungen werden, ja nicht schlimm. Wir sagen zwar, so viel Erfahrung kann nicht täuschen. Und wenn es dann doch vielleicht eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, die dazu führt, dass wir bekommen, was wir erwarten, was wir erinnert haben, ist das ja nicht so schlimm. Aber bei den unangenehmen Erinnerungen, aus denen unangenehme Erwartungen werden, aus denen unangenehme Erlebnisse werden und unangenehme neue Erinnerungen, die wir dann Erfahrungen nennen, da ist es vielleicht schon wünschenswert, den Kreislauf einmal zu unterbrechen und nicht mehr zu sagen, das ist Erfahrung, ich weiß, wie das läuft, so bin ich und so ist die Welt. Aber wie könnten wir denn diesen Kreislauf unterbrechen? Wie könnte das denn gehen? Wir müssten es irgendwie hinkriegen, dass von quer neue Gedanken reinkommen. Apropos Gedanken, was sind denn eigentlich Gedanken? Haben Sie sich schon mal beim Denken zugeschaut? Ich habe das lang probiert und wenn man es lange übt, dann geht es ein bisschen und irgendwann versteht man besser, wie das Denken funktioniert. Das ist übrigens bei jedem Menschen ein kleines bisschen verschieden. Also bei mir ist das so und ich glaube, dass es bei den meisten Menschen so ähnlich ist, dass es grob gesprochen zwei Arten von Dingen gibt, die wir Gedanken nennen. Zum einen innere Filme, also sozusagen Tagträume, so simuliertes Sehen. Und zum anderen innere Stimmen, die wir manchmal mehr hören, als ob sie zu uns gesprochen werden oder manchmal mehr so, als ob wir das zu jemand anderes sagen oder als ob wir mit uns selber reden, mal mehr als Redner, mal mehr als Hörer. Also so Selbstgespräche, das sind Gedanken, Filme oder Selbstgespräche. Und wenn wir solche Gedanken haben, zum Beispiel Erinnerungsgedanken, so Erinnerungsfilme, dann kommen da interessanterweise immer die ganzen Körperreaktionen und Emotionen gleich noch mit. Übrigens, das ist der Firmenauslieferungszustand, aber das muss nicht so sein. Sie könnten Ihr Gehirn auch grüßen und es bitten, dass es jetzt einmal beispielsweise mit bemerkenswerter Kraft, Ruhe, Gelassenheit und sogar mit Interesse und Neugier an Dinge denkt, an die sie bisher recht ungern gedacht hätten. Und wenn Sie Ihrem Gehirn diesen Gruß ausrichten, dann sagt es wahrscheinlich, ja, kann ich machen, hat mich nur noch keiner gefragt. Und da Ihr Gehirn das machen kann, können Sie es gerne auch ausprobieren und einmal auf der Basis von diesem Gruß an Dinge denken, an die Sie normalerweise sich nicht so gerne erinnert hätten und dabei bemerken, fühlt sich gelassener an als sonst. Höchstwahrscheinlich viel gelassener. Also, wir könnten ja unser Gehirn veranlassen, die Filme ein bisschen anders zu gestalten als normal. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ich sagte vorhin, Zeit spielt keine Rolle. Und im Gehirn ist das tatsächlich so, dass Chronologie, also das Denken in früher und später, nur so eine Randfunktion ist. Unser Gehirn ordnet Dinge viel eher zusammen, wenn sie gleichzeitig passieren, als nach der Frage, was vorher oder nachher war, oder wenn sie einander ähneln.
Und unser Gehirn ordnet die Dinge viel eher räumlich als zeitlich an. Und dabei hat es neben imaginativen Räumen, in denen es Dinge in Modellen sich strukturiert, vor allem zwei Räume, die das Gehirn beschäftigen. Den Außenraum, den wir meistens unsere Umwelt nennen, und den Innenraum, den wir meistens unseren Körper nennen. Interessanterweise kommen die Informationen über diese zwei Räume allesamt über unsere Nervenstränge zu uns. Die einen durch unsere Seh- und Hörnerven und die Nervenenden an der Hautoberfläche und die anderen durch die Nerven in unserem Körperinneren. Und das wird dann in unserem Gehirn so verarbeitet, als ob es gar nicht in ihrem Körper produziert würde, sondern das, was als außen gilt, wird wie so eine Holographie nach außen projiziert und das, was nach innen gehört, kommt in so ein inneres Außen unterhalb ihres Gehirns. Und eigentlich ist in der Welt des Geistes oder des Gehirns jedes Außen nur ein anderes Innen. Jetzt könnten Sie sich fragen, aber meine Sitznachbarin oder mein Sitznachbar ist doch wirklich echt und nicht nur in meinem Kopf, oder? Ich kann Ihnen das nicht so genau sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass alles, was Sie über Ihre Sitznachbarin oder Ihren Nachbarn wissen, in Ihnen vorhanden ist, weil es in Ihnen produziert wird. Und wie etwaige Außendaten in die Innendaten konvertiert werden, nach welchen Regeln und ob diese Regeln adäquat sind und was überhaupt eine adäquate Konversion wäre, darüber ist nichts bekannt. Und ich glaube, darüber kann man auch nichts herausfinden, denn wir kommen nicht raus, wenn es ein Draußen gibt. Es hat ja auch eigentlich nicht viel Sinn, von einem Drinnen zu reden, wenn man nichts außer einem Drinnen hat. Aber das ist ja irgendwie eine Paradoxie. Die Menschen, die in ihrem Leben wichtig sind, da macht es einerseits einen Unterschied. Sie können unterscheiden zwischen ihren Eltern, Geschwistern, Nachbarn, draußen, den physisch-biologischen, und denen drinnen. Sie können Ideen darüber haben, was die draußen denken, aber es sind nur ihre Ideen und wer weiß, was die anderen da draußen denken. Und auf der anderen Seite ist es auch wiederum wahr, dass alles, was sie über die da draußen wissen, in ihnen drinnen passiert und sie eigentlich nur die drinnen haben. Das ist ein bisschen seltsam, aber es kann nützlich sein für die Therapie und auch fürs Selbstmanagement im Leben. Ich würde Sie an dieser Stelle gerne zu einem kleinen Experiment einladen. Diejenigen, die das möchten, die könnten sich einmal vorstellen, wenn Sie, naja, wir haben doch so Filme von wichtigen anderen Personen in unserem Kopf. Die anderen sind wie so ein Film im Kopf. Und wenn Sie sich in so einem Film irgendeine Person mal vorstellen, die manchmal nervt, sowas gibt es ja. Also irgendjemand, der manchmal nervt. Oder stört, ärgerlich ist. Ja? Und wenn Sie mal diese Person, die nervt, sich bewusst machen, das ist ja irgendwie eine Person in meinem Kopf. Oder Körper oder Gehirn. Und wenn Sie sagen, naja, der Mensch in meinem Körper und Gehirn, der gehört im Unterschied zu dem physischen Original ja mir. Also kann ich ja mit dem tun, naja, sagen wir mal, was mir gut tut. Also könnten Sie doch mal diesen Menschen, der nervt, gerade mal so aus Ihren Köpfen heraus, da drüben so Richtung in die Nähe der Tür stellen, da drüben, dort hinten, nein, nicht raus, sondern nur bis zur Tür, also weiter nicht, bitte nur den Menschen, der so nervt, als Film, als Bild, wie so eine Holographie da drüben hin neben die Tür. Ja? Und mal gucken, wie sieht der aus, wie guckt der da draußen? Der da draußen, der vorher innen genervt hat, wie guckt der da draußen? Wie ist sein Atem? Wie ist da draußen sein Gesichtsausdruck?
wie ist da draußen seine Körperhaltung, seine Muskulatur und solche Dinge. Es könnte sein, dass Sie bemerken, wenn Sie sich bewusst machen, nachdem Sie sich ein bisschen angeguckt haben, was der da draußen für einen Gesichtsausdruck, Muskelspannung, Atem und so weiter hat, dass Sie bemerken, dass sich das irgendwie angenehmer anfühlt. Erstens, wenn er draußen ist. Und zweitens, nachdem man so ein bisschen beobachtet hat, wie der da draußen ist, ist es in Ihnen umso weniger so. Das ist ja eigentlich ganz eigenartig mit unseren Emotionen. Die Emotionen, die wir haben, die sind ja eigentlich Netzwerke aus Körpererleben. Also wenn wir traurig sind, dann passiert etwas in den Augen, im Hals, im Bauch, in unserem Atem, Herzschlag, Blutdruck. Und parallel so ähnlich, wenn wir wütend sind oder uns ärgern oder uns freuen. Und als ich Sie unverschämterweise gebeten habe, an diesen Menschen zu denken, der so ein bisschen anstrengend sein kann, da fing das ja vielleicht in Ihnen an, sich so ein bisschen unwohl anzufühlen. Da hat man so diese Körperreaktion. Wie ich sagte, wenn wir uns an etwas erinnern, mit unseren Gedankenfilmen, dann kommen die Körperreaktionen meistens so mit. Aber wenn der da drüben ist, dann ist es schon etwas angenehmer. Vielleicht sogar viel. Jetzt könnten wir uns ja in einem zweiten Teil die Geschichte weiterdenken. Irgendwann, wer weiß wann, irgendwann werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr leben. Und der auch nicht. Aber wir können uns vorstellen, dass dieser Mensch dann vielleicht in einer jenseitigen Welt irgendwo anders ist. Vorstellen kann man sich ja, der eine glaubt zu tief, und den anderen ist es ein Gedankenexperiment. Dieser Mensch in einer jenseitigen Welt. Und wir könnten unsere Geschichte von diesem Menschen aus unserem Kopf ja weiterlaufen lassen und uns vorstellen, dass der Mensch aus unserem Kopf in der anderen Welt allen weisen, heiligen und liebevollen Menschen begegnet, die da überhaupt jemals gelebt haben und dort in so eine Art Seelenschule geht und nachreift. Was würde wohl passieren, wenn der ein paar Monate bei den liebevollsten, weisesten Menschen in die Schule geht? Irgendwann muss der doch reifen. Jeder Mensch würde irgendwann da reifen unter so einem guten Einfluss. Und wenn es nicht nur ein paar Monate sind, sondern ein Jahr oder mehrere Jahre, dann noch mehr. Und wenn Sie sich überlegen, dass Zeit da drüben ja eigentlich auch keine Rolle spielt, noch weniger als hier, dann müsste der ja dort nur so lange in die Schule gehen, in so eine Weisheits-, Entwicklungs-, Begegnungsstätte, bis der schließlich sich sehr verändert hat. Und wenn Sie sich vorstellen, dass er auf diese Weise verändert zu uns wieder zurückkommt, weil dort draußen, der kann 1000 Jahre dort gelernt haben und jetzt ist er wieder hier, weil dort Zeit ja relativ ist. Und jetzt ist er wieder hier und Sie gucken sich den mal an, wie der verändert durch so eine spirituelle oder andersartige Erfahrung befreit ist. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, Sie können auch eine Schublade, es ist ja ein Trickfilm, in ihm öffnen und alles, was er jemals an Ungutem erlebt und erlitten und getan und erfahren hat, in so eine Art Wertstoffcontainer da reintun. Und dann, wenn er alles aus sich herausgetan hat, was er jemals erlitten und erlebt hat, können Sie den Container wieder zumachen und den auf so einen Wertstoffhof bringen lassen. Wenn Sie den jetzt wieder angucken, der ist wesentlich angenehmer zu erleben. Und etwas ganz Eigentümliches ist, dass wenn wir mit Menschen in der Therapie solche Prozesse gestalten und sie kommen dann wieder nach Haus, irgendwann trifft man da ja dann meistens wieder das biologische Original. Und dann kommen die wieder in Therapie und dann sagen die mir, dass das biologische Original sich total verändert hat. Also viel angenehmer zu haben ist. Sie können das ja mal ausprobieren, Sie haben sich ja jemanden ausgesucht und wenn Sie dem vielleicht wieder begegnen, dass Sie mal beobachten, ob das auch stimmt, dass der irgendwie anders ist, angenehm anders. Der eine erklärt es mit Spiegelneuronen oder mit Anpassung an Erwartungen,
Der andere erklärt es vielleicht mit Projektion oder spirituell, aber es ist bemerkenswert zu erleben. Und in der Paartherapie kann man beobachten, dass wenn man auf diese Art aus einem anwesenden Partner, der andere ist leider nicht mitgekommen, den Abwesenden aus dem Kopf nebendran auf das Sofa setzt, dass der dann, wenn man mit beiden arbeitet und so ein bisschen die Tatsache ignoriert, dass der eine sichtbar, der andere unsichtbar ist, dass dann die Beziehung des sichtbaren Partners zum unsichtbaren sich im Laufe der Arbeit verbessert. Und wenn der Sichtbare das nächste Mal wiederkommt, dann sagt er auch, der Partner hat sich verbessert, verändert, die Beziehung hat sich verändert. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben, dass ich beobachte, dass die Paartherapie mit einem Partner und einem Unsichtbaren dazu oftmals fast genauso effektiv ist wie die mit zweien. Aber auch wirklich eine gute Sache. Und deswegen möchte ich Ihnen heute gerne sagen, wenn es Ihnen manchmal so geht, dass Sie Ihr Leben, naja, sagen wir bisher, mehr erlitten als gestaltet haben, dann bedenken Sie, dass vielleicht das Leben eine Geschichte ist, die wir uns selber erzählen und dass wir unser Gehirn bitten können, die Filme, die unsere Emotionen produzieren und unsere Körperreaktionen, mal probeweise abzuändern und was sich dabei bewährt, zu behalten. Und dass es dabei überhaupt keine Rolle spielt, ob das früh traumatisiert oder embryonal oder sonst wann war, die Information ist gleichzeitig in Ihrem Gehirn. Also kann das später auch das Früher verändern. Es kommt nur darauf an, dass wir die Idee aufgeben, die Vergangenheit könnte keiner ändern. Soweit es uns als biologische Wesen betrifft, ist Vergangenheit Erinnerung und die kann Ihr Gehirn auch weiterhin gestalten. Vielen Dank. Okay.